Vorsichtig mit den Fingern, das ist das Beste. Ich will nicht, dass sie... Ein langsames Lächeln schleicht sich auf ihr Gesicht, als du dich näherst. Die anderen Männer und Frauen wenden sich dir um. Ihre Münder Blut und Fleisch verschmiert. Oh, hallo auch, schöne Frau. Was führt dich in diesem Teil des Rotwaldes? Ich suche nach einer Ogermatronin. Oh, wie schön. Sie starrt dich jetzt intensiver an und scheint deine Antwort gar nicht gehört zu haben. Bei deinem Anblick läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Sie leckt sich die Lippen. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Gut, wir töten dich schnell. Du wirst nichts spüren. Oh, wie nett. Nice. Okay, bei denen verfallen wir mal in Raserei. So, und die da oben. Oh, jetzt gerade alle etwas benommen. Jetzt nicht mehr. Habe ich Alof wieder? Ja, ich habe Alof wieder. Dann wechseln wir den Fernkampf. Und gibt der da eine... Achso, Seelenlanze ist eine Verzauberung gewesen. Dann gibt mal der da. So. Die Vampirverführerin, die hat nicht viel gehabt. Morgenstern, Plattenpanzer, jede Menge Gefäßfleisch. At once. Ja. Das war das Thema. So, jetzt möchte ich eigentlich nicht mit den Ogern Krieg haben, aber ich glaube, das lässt sich kaum vermeiden. Stand together. Stand together. Ja, leider geht's nicht anders. Zawa. Maybe I could use some rest. I'm here. So, dann gehen wir mal hier in das Lager rein. Ach, stimmt, hier oben. Wie kommt man da oben hin? Ah, hier ist ein Durchgang. Aber warte mal kurz. Nicht, dass ich da oben den Wolf treffe. Nein, ist eine Mempefra. Mit einem Haufen Winterwölfe. Okay, wir haben die Wolfshöhle entdeckt, aber bevor ich das mit der Wolfshöhle mache, will ich erst herausfinden, ob man den Wolf nicht einfach befrieden kann, indem man den Gerowind-Schrein wiederherstellt. Mit dem, was da auch immer fehlt.
So, jetzt aber erstmal mit den Okern. Hoffentlich reden noch. Oh, das sieht sehr interessant aus, das der Loading Screen. The ogre that decorated this cave would be much in demand among the Takan. The skull work is very pleasing. Der Ogre, der diese Höhle dekoriert hat, wäre bei den Takan sehr gefragt, wie der Schädel eingesetzt wurde. Reizvoll. Der versteinerte Schädel ist so kalt und hart wie Stein. Wachstränen tropfen aus seinen Augenhöhlen. Hallo, Ogre-Matronin. Interesting. Wir kommen in Frieden. Oh, die Höhle ist doch etwas größer als erwartet. Oh, Winterwolf. Koche es nicht zu lange. Okay, die kochen hier. Eistunnel. Speisesaal. Ein breiter Schacht schlängelt sich tief in die Erde. Der Rand ist umgeben von zerstreutem Abfall und halb angenackten Kadavern. An den Wänden darunter blitzen kleine Lichtflecken auf. Der Tunnel verschwindet aber in der Dunkelheit. Als du die Tiefe blickst, siehst du nichts als zertrümmerte Knochen und im Eis festgefrorener Schlamm. Ein feiniger Geruch wohnendem Fleisch steigt aus dem Tunnel auf. Deine Umgebung untersuchen. Das Eis des Tunnels ist glatt und rutschig, es bietet keinen Halt. Die schwachen Echos aus den Tiefen lassen vermuten, dass der Weg nach unten weit ist. Du bemerkst jedoch einen dicken Stalagmiten in der Nähe. Er wirkt stabil genug, um ein Seil und einen Enterhaken zu halten. Okay, bevor ich da runterkletter, mache ich einen Save. Ist halt wirklich die Frage, wo finden wir die Matronen? Enterhaken sichern. Du machst deinen Haken an einem dicken, stabil aussehenden Stalagmiten fest und reißt prüfend an dem Seil. Es hält und wirft das lose Ende in die Dunkelheit des Tunnels. Das Seil hinabklettern. Du ergreifst das Seil und stemmst deine Füße so gut es geht gegen das rutschige Eis. Du lässt dich langsam hinab nach Kerben und Löchern in dem marmorierten und von Schmutz durchzogenen Eis suchend. Nach mehreren Minuten verschwindet der Eingang des Tunnels über dir. Der Abstieg stellt deine Geduld auf eine Härteprobe als deine Stärke. Du musst sorgfältig nach drinnen suchen. Bis der Tunnel sich schließlich zu einer großen Höhle öffnet, du lässt dich langsam hinab. Deine halbtauben Finger weit um das Seil geklammert. Du siehst noch immer den Boden nicht. Als du dich umsiehst, springt dir aber eine Lichtfackel ins Auge. Ein Licht flackert. Du siehst eine kleine Kante an der Wand neben dir. Auf dem Felsspursprung liegen Skelettteile. Zwischen den Knochen blitzt etwas auf. Die Kante des Vorsprungs ist gerade so nah, dass du dich vielleicht zu ihr schwingen kannst. An dem Seil schwingen, um nach der Kante zu greifen. Du verlagerst dein Gewicht von Seite zu Seite und schwingst zu holen. Das Seil knarzt unter der höheren Belastung, aber die Kante ist fast in Reichweite. Du schwingst noch einmal. Als dein Finger die Kante streift, hat ein lautes Krachen in dem Tunnel wieder und das Seil gibt unter deinem Gewicht nach. Einen furchterregenden Augenblick lang befindest du dich im freien Fall, bevor das Seil wieder Halt findet. Du siehst zwar nicht bis zum Eingang des Tunnels, aber du vermutest, dass dein Enterhaken seine Klauen gerade noch rechtzeitig in eine Kante im Eis gegraben hat. Das Seil hält vorerst. Du umklammerst das Seil fest und überlegst, was du tun kannst. Das Seil knarzt leise über dir. Das Seil vorsichtig hinaufklettern, um es wieder zu befestigen.
Du beschließt, den Haken an einem neuen Punkt zu befestigen. Von hier aus siehst du nicht, wie sicher das Seil ist. Du vermutest aber, dass eine plötzliche Gewichtsverlagerung das Seil lösen und dich in die Tiefe stürzen lassen könnte. Wenn, schickst du los, um das Seil hinaufzuklettern und den Endhaken zu sichern. Sahua. Sahua beginnt, das Seil hinaufzuklettern. Es knarzt und ächzt mit jedem Zug, aber die flinken Hände und geschickten Bewegungen von Sahua halten es ruhig. Nach gewaltiger Anstrengung erreicht Sahua das obere Ende. Die Spitze des Stalagmiten ist abgebrochen und der Endhaken hing gerade noch an den Überresten. Sahua bewegt den Haken vorsichtig nach unten und klemmt ihn fest in den Fuß des Stalagmiten. Nachdem der Haken gesichert ist, klettert Sahua wieder hinunter zu dir. Noch einmal versuchen, die Kante zu erreichen. Du bist überzeugt, dass das Seil gut befestigt ist. Du bringst dich mit deinem Bein wieder in Schwung. Du wirst immer schneller und bald ist der Felssprung in Reichweite. Schließlich ergreifst du die Kante und ziehst dich hinauf neben den Skeletthaufen. Ein Lederbeutel liegt halb vergraben unter den Knochen. Etwas darin leuchtet. Du hebst ihn auf und steckst ihn ein. Nachdem du deine Beute an dich genommen hast, ziehst du dich sanft an den Seil und kletterst wieder hinauf. Goldener Blick zum Inventar hinzugefügt. Das Seil hinabklettern. Du setzt den Weg den Tunnel hinab fort. Die offene Höhle verhängt sich wieder zu einem schrägen Tunnel. Nicht von unten taucht das Eis in bläulichen Farbtöne. Du bist in der Nähe des Ausgangs. Die Wände des Tunnels verändern sich um dich herum, als du dich dem Ausgang näherst. Die Tritte wieder glatt und rar gesät. Talisa klammert sich mit Mühe und Not an das Seil, renkt sich aber die Schulter aus, kurz bevor der Tunnel auf eine offene Höhle trifft. Au. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt mal ein bisschen Athletik steigern. Und ich hoffe, dass das hier einfach die zweite Ebene der Höhle ist oder ein anderes Gebiet der Höhle, das wir so oder so erreichen könnten und das hier die Matroten vielleicht ist. Und wir nicht wieder hochklettern müssen. Ausgerenkte Schulter. Minus 2 Macht und 25% Angriffsgeschwindigkeit. Okay, da könnten wir wahrscheinlich wieder hochklettern. Trollhautgürtel. Goldener Blick ist ein Stab, okay. Und ja, wir haben ja hier noch Gegenstände. Dann kriegst du mal den, der Stab. Den kann Durance haben. Trollhautgürtel. Den kriegt er auch mal Durance. Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, die kann sie haben. Und das kann hier rein. Yes. Okay, wir sind in einem Lagofev-Tümpel gelandet. Auch gut. Dann würde ich sagen, ein bisschen können wir noch erkunden, vielleicht. I'm not tired. I will walk unseen. Okay, ein einzelner Lagofev, der hier patrouilliert, der ist jetzt nicht so schlimm. Okay. And if I find something good, you can have half. Der Oger hatte Geld dabei. Das hier sieht sehr unnatürlich aus. Haut des Wanderers. Hm. Das könnte was für dich sein.
Passt auf jeden Fall besser zu dir als die olle bunte Robe. Gut, aber jetzt bevor wir uns weiter hier unten umschauen, will ich speichern. Das ist jetzt Let's Play 43 dann. Speichern und dann machen wir einen Cut. Bis gleich.